Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game. Und zwar spielen wir heute mal The LVD Knight. Ist ein echtes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, von Fedosi. In Zeiten, wo Superhelden geboren worden sind, im Marvel-Universum, wo keiner mehr richtig durchblickt. DC, die am Ende ihrer Wegleiter noch die letzten Überreste versuchen auszugraben und selber ihr eigenes Paralleluniversum zu gründen, ist irgendwo in diesem kleinen Fleck ein Kämpfer für das Recht. Und zwar unsere LVD Knight, auch anders genannt Slaughterella. Sie kämpft für das Recht und für die Hilfe der Menschen in ihrer, ja, wie soll man es gerne sagen, in ihrer eigenen Art und Weise. Geiles Spiel von Fedosi gemacht, sehr gut gemacht, interessantes Spiel und mal eine richtig schöne Abwechslung zu diesem ganzen Kram von Superhelden, Sachen, Dingern und so. Es sind so ein paar süße Anspielungen auf unsere Superhelden-Sachen so ein bisschen dran, aber auch so die normalen Sachen. Aber im Grunde genommen spielt das Spiel in seinem eigenen Universum. Nimmt es ein bisschen wie Batgirl, nur in hart und blond. Spiel wird entwickelt, wie gesagt, für Windows, Mac und Android in den Sprachen Englisch und Russisch und ist bisher in der Version 0.9.1.7 draußen. Nochmal von Fedosi. So, es macht Spaß, ich werde aber eine ganze Menge schneiden müssen, also gehen wir hier schon mal rein. Ihr könnt, wenn ihr schon mal fertig gewesen seid oder das Spiel schon mal längerzeitig gespielt habe, könntet ihr andere Kapitel 9 zum Beispiel reinstarten. Aber wir gehen erstmal in einen frischen neuen Start einfach rein, um euch ein bisschen das Intro beizubringen. Das Intro startet irgendwie ganz komisch, wo man sich denken würde, was zum Teufel ist hier gerade los? Mr. Biggle, Annie und Mr. Biggle spielen im Park. Ihr könnt euch mit WASD Shift bewegen. Das gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Erstmal ein eigener Artstyle, Comic-Style mit drin. Und dann die Bewegungsanimation hier so mit reingebracht. Das finde ich persönlich in diesem Spiel Oberhammer. Das haben die echt gut umgelöst. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Mit Shift könnt ihr euch schneller bewegen. Mami möchte dann gerne, dass wir unserem Mist nach Hause gehen. Wir sollen aber noch vorher Mr. Biggles nicht vergessen, weil nicht, dass er hier alleine bleibt in dem Wald. Wenn es dunkel wird, hat auch der arme Mr. Biggle Angst. Deswegen gehen wir schnell zurück und holen Mr. Biggle. Mr. Biggle, kommen Sie zu mir. Mami, Mami, ich habe Mr. Biggles gefunden. Mami, hier, ich bin da mit Mr. Biggles. Mami, ich bin bereit. Warum ist Mami so komisch? Mom? Und die netteste Antwort von deiner Mutter, die du je bekommen kannst, you little bitch. You shouldn't have been born. My life was ruined because of you. Schön, das sind diese schönen Texte von deiner Mutter, die du immer gerne hörst. Gerade so zum Frühstück, Mittag, Abendbrot oder auch wenn du sonst den Tag nach Hause kommst, ist das doch die optimale Motivation, dein Leben weiter fortzusetzen. Mom, no more enough. Das ist schon echt hart, ey. That is nothing to good slut. Oh, Mann. Ja, Mom disappeared. Ich will gar nicht mal so traurig darüber sein, dass Mom disappeared ist. Weil, du bist erst dann richtig vom Arsch. So, Moms Back liegt aber hier rum. Warum liegt hier Mamas Back rum? Übrigens, ich werde gleich einen Cut setzen müssen. Das Spiel ist doch relativ freizügig, deswegen gibt es hier danach gleich einen Cut. Denn wir gehen weiter und es wird immer ein bisschen dunkler. Und da ist Mom mit feuerroten Augen. Begegnet sie uns und Mami und ich mache hier einen Cut. So und willkommen zurück zum Ingame. Ja, das ist das Ingame. Ich mag das Spiel wirklich. Es hat so einen coolen Charme. Irgendwie auch die Story ist irgendwie komplett wahnsinnig, aber erfrischend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Erfrischend in dem Sinne her, wir sind nicht so dieser normale Superheld. Wie gesagt, Batgirl lässt schön grüßen, kann man ehrlich gesagt hier in der Richtung auch sagen. Es hat auch sehr viel Ähnlichkeiten zu Batgirl. Ihr seht da hinten schon die Superman- und Supergirl-Geschichten. Spider-Man, Hulk, dann haben wir da, glaube ich, noch, wer ist das mit dem Blitz nochmal gewesen? Storm? Könnte Storm sein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich glaube, Green Lantern ist da auch nochmal vertreten mit, ne? Ja. Auf alle Fälle, wir haben so ein paar mal so ein kleiner Anteaser und Anknöpfereien auf diese Spielmechaniken der Superhelden mit drin. Ich klicke erstmal auf Escape, um euch erstmal zu zeigen,
was genau das Spiel ist. Ihr habt eine To-Do-Liste, das wurde durch euer Radio immer angeklickt. Take a shower, eat some food und go to work. Das hier ist eure Strange, also eure Statistiken für den Charakter Strange, Agility und Stamina. Ja, ihr könnt noch bis maximal 7 hochgehen. Solltet ihr auch später machen. Übernimmt es aber nicht gleich. Ihr werdet oft Game Over in diesem Spiel geben. Legt euch ein paar Safe Games an und übertreibt es nicht gleich so hart, bitte. So, Energy, ihr seht 50 von 50, das könnt ihr nachher steigern. Health ist 60 von 60. Und Fame, das hat noch einen bestimmten Grund nachher mit dem Fame. Ja, ihr könnt auch im Internet berühmt werden. Oder auch so allgemein berühmt werden, indem ihr gute Heldentaten vollbringt. Von denen am Anfang erstmal nichts von euch überbleiben wird. So, ihr habt ein Calling, ihr könnt ein paar Leute ancallen. Hier sehen wir schon mal ein paar Leute, die hier so mit drin sind. Clark ist auch mit dabei. Homosexuell. Man weiß nicht, was Clark ist. John, Granny, da gibt es einen Store, da erkläre ich aber alles gleich noch mit dazu. Nur mal ganz gut, dass ihr was gesehen habt. Euer Inventory sagt, eure Clothes sind dabei, ihr habt Flashgangs mit dabei, ihr habt einmal Essen dabei. Essen ist übrigens auch nochmal ganz entsprechend und euer Your Fucking Money. Und ihr habt Cards. Cards kommen wir später noch zu, weil das ist wichtig für das Kampfsystem, aber da werde ich euch später noch was zu erzählen, denn das Spiel hat auch ein Kampfsystem, was ich gar nicht mal so schlecht finde eigentlich. Ihr steigert auch immer mehr und mehr und mehr euer Kampfsystem natürlich auf. Und ja, ihr werdet oftmals an ein paar Sachen scheitern und euch oftmals fragen, warum mache ich dieses Spiel überhaupt noch weiter? Aber ihr werdet euch freuen, denn das Spiel ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Bedosi lässt übrigens schön grüßen. Ihr solltet im Bathroom gehen und solltet erstmal eine Dusche nehmen. Ich hoffe, das könnte ich eigentlich meiner Meinung nach zeigen. Alle Aktionen, wenn ihr näher an Aktionen dran seid, wie hier zum Beispiel beim Bad, könnt ihr auf E drücken und könnt eine Schauer genießen. That's okay. So, Schauer erledigt gleich. Dann hat sie geduscht. Ihr drückt einfach auf Exit. Ja, ihr könnt auch das andere benutzen. Machen wir aber nicht. Kleinen Ferkel hier. Reicht euch die Sicht nicht schon aus? So, danach geht ihr runter, lauft erstmal. Oh mein Gott, sie bewegen sich. Und kocht erstmal ein bisschen Essen. In der Zeit zieht sie sich jetzt eigentlich auch schon mal um. Mit dem Essenssystem funktioniert eigentlich relativ einfach. Es zeigt euch im Kühlschrank schon mal an, ihr habt kein Essen mehr über. Wenn ihr Essen kauft, werdet ihr automatisch, wenn ihr einmal Cook macht, alle Essenssachen verkochen und könnt ihr dann essen. Nein, es gibt kein Teil, wo Essen verdirbt. Ihr könnt hier TV, Sleep und sonst was alles machen, sollen wir aber erstmal nicht machen. Im TV übrigens wird es nachher noch lustig. Wie verlasse ich jetzt das Haus? Ihr wollt hier raufgehen und wollt auf die Door klicken und ihr sollt aber einen Dresscode anziehen. Der macht das Leben auch nicht schicker, glaubt mir. Dann kommen wir zur Map. Wir sind bei der Map eigentlich angekommen. Ihr seht jetzt hier schon ziemlich viele Sachen. Es gibt mehrere Bereiche, wo ihr später arbeiten könnt. Aber wir gehen erstmal und do the work. Ihr habt Sachen, wo ihr Run, minus 2 Fat und 30 Minuten, könnt den Bus nehmen für 2 Dollar oder gleich ein Taxi nehmen. Das Fat auf 2 bezieht sich nicht aufs Essen, sondern auf euer Stamina nachher, glaube ich, meiner Meinung nach. Und wir gehen da jetzt erstmal einfach zu Fuß erstmal hin, weil das ja unser Job ist und wir müssen arbeiten. Wir brauchen ja auch Kohle. Wir müssen ja auch irgendwie leben. So. Ich mag es übrigens, ihr werdet es später auch noch sehen, es wird immer in so kleinen Gimmicken auch so cartoonmäßig dargestellt. Den Artstyle, dass man den Artstyle noch mit reingemacht hat, meiner Meinung nach, finde ich wirklich gut. Das lockert das Spielgeschehen nochmal richtig auf und bringt auch nochmal gleich eine coole Quality für das Game hier richtig rüber. So, da oben steht schon mal Clark, den können wir schon mal kurz ansprechen. You're no girl, don't talk in house. Ja, storytechnisch läuft soweit. Jane. Ja, über Jane reden wir mal nicht so, die wird uns nicht gerade erstmal freundlich entgegenkommen. John dagegen ist unser Boss und wir haben ja sowas noch zu tun, müssen ja auch arbeiten gehen. So, Task beendet. Ihr könnt jetzt immer über das Escape-Menü, wenn ihr wollt, euch die neuen Task reinpfeifen, wenn ihr Bock drauf habt. So, ihr sollt auf euer Workplace gehen. Das hier oben ist euer Arbeitsbereich, da setzt ihr euch einfach hin und arbeitet. Das Ganze geht vollautomatisch, ihr braucht nichts drücken. Mr. Bastard. Ja, er heißt wirklich Mr. Bastard. Erscheint im Raum.
und möchte seinen Report für den Tag haben. John hat ihn aber noch nicht fertig. Er ist fast gefinished. Er bringt ihn dann nachher vorbei. Und Mr. Bastock wundert sich erstmal, wer ist die Neue? Annabelle. Habe ich irgendwelche mal wieder eingestellt? So, sie so, dann bringen wir den Report später. Was für ein Arsch. So, es gibt in den Arbeitszyklen zwei Arbeitszeiten. Das heißt, ihr arbeitet einmal morgens bis 14 Uhr und ihr arbeitet einmal nachmittags. So, wir sollen jetzt erstmal Mr. Bastard den Report geben. Da tun wir auch, oder laufen wir auch besser gesagt hin, können wir nicht von ihr ein bisschen Sachen wegknallen und reißen? Können wir hier gerade noch was machen? Nein. Die Door ist, ihr könnt jetzt über die Hall zu Mr. Bastard gehen oder ihr könnt über gleich zum Boss durchlatschen. Dann machen wir lieber gleich zum Boss durchlatschen. Auch schön finde ich, vielleicht die Lichteffekte, die die Abenddämmerung beantragen. Spiel ist ehrlich nicht schlecht. Also mir hat es sehr gut gefallen in der Hinsicht her, dass es wirklich eine schöne Abwechslung mal war, so ein Spiel mal zu spielen. Klar, Slatterella kriegt natürlich ordentlich ein paar auf die Fresse. Ihre, ich glaube, sie wird wahrscheinlich im Bereich der Superhelden nicht vielleicht die höchste Qualifizierung bekommen. Aber vielleicht ein oder zwei Superhelden werden sich mit ihr anfreunden. So, da gibt es bestimmt ein paar von. Eigentlich ist sie ja so eine dumme Küken vom Dienst, kann man sagen, die immer wieder in irgendein Fettnäpfchen reintritt. Aber irgendwie es auch hinkriegt, sich da irgendwie schlau rauszuknallen. Weiter geht's. Jetzt kommen diese Cutscenes, die ich meine, die ich wirklich sehr interessant fand. Dieser Comic-Look-Stil, der hier so reingebracht wird und reingeschlagen wird. Mr. Bastard, der immer so ein bisschen Arsch vom Dienst ist. Und dann kommen wir gleich nämlich auch schon zu der nächsten Sache. Im Radio wird wird durchgegeben, dass eine Gang, eine Biker-Gang, die Straße blockiert hat. Und für Free Beer, die werden sie wieder freigeben für Freibier. Und unsere liebe Slotterella wird sich jetzt wahrscheinlich einmal umziehen und ihr Kostüm anziehen. Wo ich hier mal eben ganz kurz mir selbst einen kleinen Cut gesetzt habe, damit ich weiß, wo ich gleich mal eben ganz kurz blocken kann. Denn Slatterella ist ein bisschen dämlich. Ein bisschen sehr dämlich. Naja, was verwartet man? Naja, Glück gelaufen, Slatterella, aber it's time for... Weiß nicht, ob ich das bringen konnte. Time for Slatterella. So, deswegen ab ran an das Spielchen. Und sie verwandelt sich dann eben halt in Slatterella. Ihr seht schon selber, Catwoman hat auch so einen kleinen Teil dazu beigetragen, kurz Hallo zu sagen. Und dass sich auch keiner darüber Sorgen macht, dass wir da gerade aus dem Umkleiderraum gekommen sind. Er wird die Frage gestellt, wo ist die Alte? Und er meinte, Crossplay sieht auch gut aus. Keine Sau interessiert, dass sie da gerade aus der Umkleidekabine rausgekommen ist. So. Ausrufezeichen zeigen natürlich an, erstmal ab, wir haben unser Outfit geändert und wir gehen erstmal hier hin und kämpfen, denn wir kämpfen für die Gerechtigkeit. Ja, das wird nur allerdings mit den ersten gleich schon mal ein bisschen scheiße werden. Jetzt kommen wir zu dem Kartenmenü, was ich euch erzählt habe. Das Kartenmenü könnt ihr selber nachher zusammen decken. Ihr könnt so und so viele Karten mitnehmen und die Angriffe natürlich besser machen. Ihr seht selber, diese Angriffsfähigkeit ist... 25 und gibt 4x Damage. Ihr zieht die Karte und sitzt auf denjenigen, die ihr dann eben halt bekämpfen wollt. Im späteren Verlauf des Spiels gibt es viel mehr Gegner. Also passt dort auch ein bisschen auf. Schön die kleine Animation, die da mit drin ist. Ich werde euch leider nicht das komplette Kampfsystem zeigen, weil Slatterella, wenn sie Power of Small gekriegt hat, auch immer ein bisschen mehr an ihrer Kleidung verliert. Ihr endet dann den Turn. Wir haben jetzt ihnen ein bisschen was weggehauen. Er haut erstmal gleich 24 mit dem Basie erstmal drauf. Schade übrigens, dass kein Blocking-System kommt. So, wir hauen nochmal einen drauf. Und wir hauen nochmal einen drauf. Es muss ja mal irgendwann sitzen. Ja, nicht mal. So, nachdem dann die Kampfszene durch ist, wir verlieren natürlich hoffnungslos. Das müsste euch hoffentlich klar sein. Wird hier erstmal gleich in der Szene auch gezeigt von unserem eher hoffnungslosen Einsatz, in dem wir dann eben halt etwas scheiße ausgesehen haben, möchte ich gerne mal sagen. Nichtsdestotrotz ist Slatterella erstmal völlig enttäuscht und völlig fertig und weiß erstmal gar nicht, was sie so zu tun hat. Nächster Einsatz ist, sie pennt erstmal am Wochenende, habt ihr auch nicht viel zu tun. Kauft Essen ein.
Ganz wichtige Sache. Das machen wir nämlich auch jetzt als nächstes. So, weil ihr braucht wirklich Essen, ihr braucht ein paar Sachen natürlich auch. Ihr habt $100 gerade zur Verfügung. Klar habt ihr nicht viel. So, wir changen mal den Dresscode. Und gehen an die Ecke hin, wo ihr euch... Lasst euch erstmal durch das alles hier nicht so abzeihen. Hierfür braucht ihr übrigens das Gym. Da steigert ihr eure Fähigkeiten. Kostet allerdings $10 pro Tag, das zu machen. Das hier hinten, da ist der Professor, da gehen wir gleich noch hin. Am Wochenende könnt ihr aber nicht arbeiten gehen, weil am Wochenende ist es Samstag, das Ding hat zu. Wir gehen aber erstmal hier hin, weil wir brauchen Essen. Essen, damit der Energy Balken hier beim Hunger wieder hochkommt. Das bekommen wir hier in diesen Laden. Da redet ihr einfach mit Granny. Ich glaube, sie heißt so. Ne? Na komm. Sag mir nicht, du bist gefreezed. Das wäre noch... Nee. So, das wäre nämlich cool. So, ihr könnt Talk oder den Shop machen. Ihr macht mal den Shop, weil in den Shop seht ihr Essen. Essen kostet nur $10. Das ist relativ entspannt. Die Snacks regenerieren HP im Kampf. Dieses hier, Energy, gibt euch nochmal 40%, oder besser gesagt 40% wieder zurück. Das sind Karten, die eingesetzt werden können im Kampfsystem, um HP und Energy wieder zu regenerieren. Sind im Kampfsystem später äußerst wichtig, gerade wenn ihr es mit stärkeren Gegnern zu tun habt. So, ihr kauft erstmal 3-4 Mal was zu essen ein. Ich glaube, das müsste ungefähr reichen. Dann haben wir noch $60 über. Das ist auch soweit okay. Wir gehen aber erstmal hier runter und latschen ihr erstmal wieder zurück. Späteren Verlauf bekommt ihr noch den Massagesalon freigeschaltet. Oder besser gesagt, der ist schon gleich freigeschaltet. Da könnt ihr dann eben halt, ja, Geld verdienen. Bei Massage. Ist cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr unterhaltsam geballert. So, das haben wir auch durch. Wir gehen jetzt nochmal zum Professor. Ich würde am liebsten euch nochmal... Ja, sie muss ja wieder einen Dresscode anziehen. Das habe ich selber auch vergessen. Ihr hangelt euch so durch die Story teilweise alles so durch. Nachher kommt auch noch so ein Part, wo es draufsteht, ihr müsst stärker werden. Dann müsst ihr halt mehr im Gym trainieren, dies und das alles und besser werden. Ich würde euch gerne so viel mehr zeigen, aber das Problem ist halt, ich muss super viel schneiden hier in dem Spiel, weil es doch sehr freizügig ist. Aber gut, auf eine gewisse Art und Weise richtig gut gemacht worden. Wir können ja mal gucken, ob ich in einen späteren Bereich reinziehen kann. Dafür melde ich mich aber dann gleich nochmal wieder. So, willkommen zu einem späteren Gameplay, ein bisschen zurück. Ihr seht selber, ich hab das Spiel ja irgendwann schon mal gespielt, das ist mir mal aufgefallen. Da bin ich jetzt schon beim Martial Arts Style und alles angekommen. Und ihr seht, beim Tempel wird was freigemacht, hier im Massagesalon wird was freigemacht und wir versuchen jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen die Nacht abzuwarten. Denn eventuellerweise, manchmal zum Beispiel müsst ihr, über den Button habt ihr was, könnt ihr gucken, was alles neu ist. Oftmals ist es so, Slaterella verwandelt sich nicht jeden Tag, sie verwandelt sich erst abends zu Slaterella. Und zwar immer dann, wenn irgendwas ist. So, wir gehen nochmal eben ganz kurz. Hier, go to a hero raid. Das ist das Thema, was dann kommt. Das machen wir auch gleich. Ich werde aber vorher nochmal eben schnell was snacken und dann gehen wir nochmal zu einem hero raid. Denn sie wird auch immer stärker und stärker. Das muss man auch dazu sagen. Und sie wird auch besser und besser. Aber eure Gegner werden auch immer stärker. Auch ihr... Es hat manchmal so ein Gefühl, als würde euch das Game einen auf den Arsch servieren. Na, also, als wäre das Game richtig unfair. So, aber es ist halt alles so eine Sache... Was nehmt ihr mit? Was habt ihr dabei? So, wir gehen noch in die Hero Raid. Zack. Und schon seht ihr, anhand der Sterne. Später gibt es unterschiedliche Sterne von Schwierigkeitsgraden der Ereignisse, die gerade passieren. Zum Beispiel das hier ist ein Stern 1. Das heißt, das ist ein leichter Gegner. Wir gehen da jetzt rein und werden die Jungen jetzt richtig auf den Deckel hauen. Oder ihr richtig auf den Deckel hauen. Na, holy moly. Da haben wir gleich die schönsten Karten gekriegt. So, Energy kommt. Ich habe hier schon Rip dabei, Punch dabei. Ihr seht selber, wie viel Damage das macht. Wir können Rip spielen. Gibt's mal eine drauf. Dann gehen wir auch nochmal Block mit drauf, weil Block macht uns 28% Block-Chance. Und wenn wir noch einen Turn haben, gehen wir nochmal einen Kick mit dazu. Die ist nur noch bei 9. Davon müssen wir aber trotzdem den End-Turn machen. Auch die Charaktergestaltung der Gegner ist irgendwie echt geil. Bumm, einen in die Fresse gekriegt, juckt uns aber nicht sehr. So, ich würde sagen, damit würden wir noch was dann, brauchen wir aber nicht unbedingt verballern. Wir können auch den hier nehmen und hauen ihn nochmal richtig an aufs Maul. Fertig und geschafft. Victory, wir bekommen Fame dazu, 2 Stück, aber kein Geld. Nein, ihr bekommt für sowas kein Geld. Was erwartet ihr? Was seid ihr für Superhelden? Ihr wollt doch immer nur Geld haben. So,
So, hier sehen wir schon eine stärkere Sache von Clowns. Und das Ganze zieht sich dann so vorbei. Ihr könnt auch den Night Raid abbrechen und sagen, ihr habt genug gemacht und hört dann auf, wenn ihr einfach hier drauf drückt. So. Und ihr seid fertig. Nächsten Tag. Ihr kriegt dann eben halt 4 Punkte dazu und euer Famous Flash the News. Ihr habt dann auch so einen Titel, den ihr nachher bekommt. Und meine Güte, ist das Spiel freizügig. Ich muss hier ein paar Cuts setzen, weil wie gesagt, Platten muss ich ganz schön viel. So, ich hoffe mal, ich konnte euch so ein bisschen was von Slotterella, von The LVD Night bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Befürchtung, wird das Spiel gut werden. Das sind auch viele Leute, die das vielleicht denken. Ich persönlich muss aber sagen, das Spiel ist wirklich gut. Also ich hatte, man muss ehrlich gesagt sagen, man hat echt viel Spaß bei den Game. Coole Story, coole Dings, das ist irgendwie schön frisch, diese Ideen, nicht immer dieselben, ein ganz anderer Superhelden-Style einfach mal zu bringen. Die ist nachher auch im Bikers-Club, macht da, arbeitet da auch, für verschiedene unterschiedliche Orte gibt es. Irgendwie, es gibt auch Game Overs, also passt ein bisschen auf, aber ein cooles Spiel, kann ich nur wärmstens empfehlen. The LVD Night von Fedosi in der Version 1.9.1.7 für die Systeme Windows, Mac, Android in den Sprachen Englisch und Russisch. Könnt ihr jetzt auch zocken, wenn ihr Bock habt. Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal.